Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Tutorial-Reihe. Damit wir so einen coolen Roboter bekommen, der sich natürlich auch wundervoll bewegen lässt, brauchen wir noch etwas mehr. Wir benötigen ein Rig. Ein Rig ist ein Skelett. Das Skelett sitzt im Roboter und wir müssen es ihm erst erstellen. Dafür fangen wir ganz von vorne an. Und zwar bei dem Punkt, wo wir stehen geblieben sind. Unser Charakter ist jetzt vorbereitet, das bedeutet, er hat nun alles, was wir an Mesh haben, kontrolliert. Und nun müssen wir ihm ein Rig geben. Ein Rig ist nichts anderes als ein Armature Modifier mit einigen Knochen. Diese Knochen müssen wir erst bauen. Es gibt zwar bereits vorgefertigte Knochenskelette von Blender, damit wir aber verstehen, wie die funktionieren, sollten wir erstmal ein eigenes bauen. Als erstes braucht der gute Mann ein Armature. Dafür machen wir Shift-A und dann auf Armature. Damit ihr meine Tastenbewegungen wieder seht, blende ich die Screencast-Keys ein. Sobald wir ein Armature erstellt haben, ist es hier neben unserem Roboter. Den können wir jetzt wieder ganz normal in Roboter-Mesh umbenennen, denn die Modifier sind ja nicht mehr da, die sind bereits applied. Unser Armature ist momentan nicht sichtbar. Und wenn wir jetzt einen Edit-Mode aufrufen in unserem Armature, verändert sich erstmal nicht großartig was. Außer, dass wir hier oben, dort wo wir unseren 3D-Cursor haben, ein Knochen entstanden ist. Den Knochen können wir jetzt erstmal weglöschen mit Entfernen, Delete Bones und unseren 3D-Cursor erstmal wieder unten in den Mittelpunkt setzen. Dafür gibt es zwei Methoden. Entweder wir gehen in unserem Panel hier auf View und dort einfach mit gehaltener Shift-Taste alle drei nach unten ziehen, alle drei Felder, 0 eingeben und dann sitzt er hier unten. Mit diesem Shift-Halten und Runterziehen markiert ihr alle gleichzeitig. Ihr könnt aber auch hier von Hand die 0 eingeben. Das Ganze geht natürlich auch mit einem Shortcut, nämlich mit Shift-C. Und mit Shift-C ist unser 3D-Cursor wieder unten. Der Origin hier oben liegt daran, dass wir unseren 3D-Cursor hier oben hatten und dort hat er auch den Origin für sein Armature erstellt. Damit unser Armature wieder sein Origin unten hat, einfach bei aktivem Armature im Objektmodus Steuerung A All Transform angeben. Und dann haben wir direkt hier unten unseren Origin für unseren Armature. Jetzt kann es auch schon losgehen. Alle Möglichkeiten der Fehler beseitigt. Zurück in den Edit-Modus und Shift-A drücken. Jetzt passiert Folgendes. Das ist ein Knochen und der wurde gerade erstellt. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Knochen wollen, müssen wir bloß Shift-A drücken. Dieser Knochen hat eine Vorder- und eine Rückseite. Das hier oben ist der Tail und das hier unten ist der Head. Wir haben in unserem Lokationssystem hier bei Item zwei verschiedene Koordinaten, nämlich einmal Head und einmal Tail. Und wenn wir bei Z zum Beispiel die Höhe etwas verändern, dann verändert sich bei Head, also bei dem unteren Teil, die Lokation. Und wenn wir hier oben raufgehen auf den Tail, bei der Z-Achse ebenfalls die Höhe. Wir möchten, dass unser Knochen wieder ganz am Anfang steht. Wenn ihr ihn zentral ausrichten wollt, lieber entfernen drücken, dann Delete Bones und mit Shift-A einen neuen erstellen. Wenn er sich hier nur auf einer Seite bewegt, liegt es daran, dass standardmäßig bloß der Tail ausgewählt ist. Klickt einmal in die Mitte und ihr könnt den ganzen Knochen auswählen. Wenn ihr bloß auf eine der Kugeln klickt, könnt ihr Head oder Tail auswählen. Wir wollen aber meistens den kompletten Knochen markieren. Als erstes könnt ihr ihn skalieren, ihr könnt ihn rotieren und ihr könnt ihn mit G bewegen. Alles wie bei einem normalen Mesh. Wir richten nun unsere Knochen so aus, dass sie unsere Gelenke so versorgen, dass die sich einzeln bewegen können. Knochen müssen nicht immer zusammenhängend sein, sie können voneinander entfernt sein und arbeiten mit einem Parenting-System. Das bedeutet, sie haben zum Beispiel, wenn das hier der Oberschenkelknochen ist, zum Unterschenkelknochen, das wird ein eigener Knochen, dann eine Parent-Child-Beziehung. In dem Falle, wenn wir den Oberschenkelknochen setzen wollen, möchten wir, dass der sich einmal dreht
Also R 180, dann haben wir eben den Head hier oben und setzen das ungefähr so hin. Das erste Problem, was sich hier bildet, ist, wir sehen den Knochen nicht mehr. Von daher gehen wir beim Armature auf Viewport Display und dort auf In Front. Und das ist wie eine Art X-Ray-Modus, egal ob er sich hinter oder vor dem Charakter befindet, sehen wir den Knochen. Das reicht uns auch schon. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist eine leichte Transparenz hier, damit wir auch unsere Kugeln sehen, bei denen wir den perfekt ausrichten werden. Also schnappen wir uns den Knochen und ziehen ihn hier direkt auf die Kugel drauf. Das Ganze sollte einigermaßen mittig sein, aber Augenmaß ist hier völlig ausreichend. Dann schnappen wir uns den Kollegen und ziehen ihn ein Stück nach vorne. Nun auf die untere Kugel vom Knie. Wir sollten den Knochen gleich benennen. Unsere Knochen befinden sich hier unter dem Armature. Da haben wir Pose und Armature. Wir reden von Armature, haben wir den ersten Knochen. Bei der Benennung ganz wichtig, der erste Buchstabe oder der letzte Buchstabe muss mit der Seite beschriftet sein. Das ist wichtig, weil wir dann nur einmal die ganze Beschriftung machen müssen und später wird die andere Körperhälfte symmetriert mit Symmetrize. Und dann verwendet er eine .L oder eine L-Punkt, je nachdem, ob es am Anfang und am Ende des Objektnamens ist, einfach und ersetzt das durch R und übernimmt den vorherigen Namen. Das spart uns später Zeit. Ich mag es am liebsten, wenn die gleich am Anfang stehen. Andere machen es am Ende. Die Sache ist, dieses L oder R, also für links und rechts, muss einfach einmal da sein bei Dingen, die auf beiden Seiten vorhanden sind. Nehmen wir mal die andere Variante, dann können wir es später schöner sortieren. In dem Falle ist das der Oberschenkel, also Oberschenkel.R, weil es sein rechter Oberschenkel ist. Jetzt könnten wir einen neuen Knochen nehmen und ihn da draufsetzen und dann eine Parent-Beziehung aufbauen. Es gibt aber einen schnelleren Weg. Markiert einfach in dem Falle den Tail und drückt E. Und damit extrudieren wir einen neuen Knochen hier heraus und der heißt dann nochmal Oberschenkel.R001 und den benennen wir einfach um in Unterschenkel.R. Jetzt ziehen wir hier wieder den Tail auf den Fußknochen, der ist hier, das Fußgelenk und noch ein weiterer Extrude. Den, damit der Kerzen gerade nach unten geht, einfach mit Z nehmen und ein Stück weit nach unten, sodass die Kugel unten rausschaut. Später kann es uns helfen, dann den Fußknochen zu markieren. Jetzt gehen wir in die Seitenansicht und prüfen den Sitz der Kugel. Den müssen wir noch leicht nachkorrigieren. Das gleiche machen wir hier oben. Und hier ebenfalls. Mit der Parent-Child-Beziehung verhält sich es folgendermaßen. Wenn wir auf einen Knochen klicken, können wir hier rechts, oben ist dieser Armature und unten ist der Bone. Und wenn wir auf den Bone klicken, dann sehen wir bei Relations, wem dieser Knochen zugeordnet ist. Aktuell hat dieser keinen Parent. Er ist für sich sozusagen seine eigene Wurzel. Und wenn wir auf den Unterschenkel klicken, ist der Oberschenkel unser Parent. Das heißt, das hier ist das Kind von dem hier. Später wird es bedeuten, dass wenn ich den hier bewege, er sich an der Lokation des Oberschenkeltails dreht. Das heißt, das hier ist jetzt ein Scharnier. Damit der hier auch einen Besitzer bekommt, brauchen wir natürlich einen Oberkörper. Unser Rig bauen wir relativ einfach auf. Das heißt, wir werden ja kein verformbares Mesh haben. Das heißt, wenn wir einen Knochen bewegen, wird er das Mesh nicht biegen können. Deswegen habe ich diesen Roboter gewählt, weil es einfacher ist. Einmal beim Weight Painting und natürlich auch bei der Animation und auch beim Rigging, weil wir nicht beachten müssen, wie sich das Mesh verbiegen würde. In dem Falle können wir einfach mit Shift A einen neuen Knochen bauen. Den ziehen wir jetzt mit Z einfach nach oben. Vorher noch den ganzen Knochen markieren. GZ, ein Stück nach oben. Ob jetzt der Tail oder der Head oben ist, spielt im Grunde keine sonderliche Rolle. Ich würde aber dennoch empfehlen, ihn so zu lassen, wie er ist. Etwas kleiner skalieren, so nach unten.
auf welcher Höhe sich jetzt hier der Head befindet, ist jetzt nicht wirklich schlimm oder nicht wirklich wichtig. Den hier können wir aber getrost ein Stück nach oben setzen bis zur Mitte dieser Kugel und dann direkt mit E und Z ein Stück nach oben, dass die Kugel hier drüber ist für den Kopf. Die benennen wir auch gleich. Das hier ist aktuell unser Bone. Der hat jetzt einen eigenen Tab bekommen, einfach deswegen, weil er für sich wieder der einzige Parent ist. Also er hat wieder, er ist wieder der Wurzelknochen, der Root Bone. Und den benennen wir jetzt um in Torso. Und den hier benennen wir ebenfalls um. Der ist sozusagen das Child vom Torso. Das ist der Head oder der Kopf, wenn wir schon beim Deutschen sind. Und nun möchte ich meinen Oberschenkel zum Torso parenten, dass der Torso auch noch der Chef ist vom Oberschenkel. Das Ganze kann Sinn ergeben, muss es aber nicht. Wir können auch diesen Oberschenkel separat lassen. Das hat verschiedene Vorteile und verschiedene Nachteile. Wenn wir jetzt zwei einzelne Knochen lassen, dann wird der hier sich frei bewegen können. Die anderen werden ihm einfach nur mit dem Abstand folgen. Das kann gut sein, muss es aber nicht. In meinem Fall möchte ich weniger Flexibilität, dafür mehr Sicherheit, dass es bei euch super funktioniert später bei der Animation. Darum wende ich einen Parent an. Ich werde alles auf diesen Knochen setzen und als Parent, dass das der Parent von allen ist. Und wenn ihr den bewegt, wird sich der ganze Roboter bewegen. Also er wird sich komplett so, wie er ist, weiterschieben. Aber ihr könnt jede einzelne Gliedmaße dann an- und abwinkeln. Das bedeutet, wir müssen einen neuen Parent setzen. Wir gehen auf den Oberschenkelknochen und bei Parent wählen wir den Torso aus als Parent. Und jetzt haben wir hier eine gestrichelte Linie, das ist die hier, und die führt aktuell hier hoch zum Tail von unserem Torso. Wenn wir nun unseren Arm verwenden möchten, dann wird unser Arm ebenfalls ein neues Knochenset brauchen, also wieder Shift-A für einen neuen Knochen. Alternativ, damit ich den Parent nicht nochmal setzen muss, kann ich genauso gut einen Extrude von hier aus machen, Extrude nach unten und dann hier eins weiter und diesen Knochen weglöschen. Die Reihenfolge oder wie man das macht, ist im Grunde egal. Uns ist wichtig, dass hier ein Parenting-System ist und ob jetzt Head oder Tail oben oder unten ist, ist uns deswegen egal, weil sich alles hier unten am Tail abspielen wird, weil dort eben die Parents dran kleben und ob die gestrichelte Linie jetzt nach oben geht oder nach unten hier, wo es kürzer wäre, ist völlig egal. Der Knochen hat nur ein Child, beziehungsweise nur ein Child-System und die gehen eben immer an den Tail. Ob der jetzt oben oder unten ist, ist egal. Wenn wir das hübscher machen wollten, könnten wir unseren Torso noch in mehrere Knochen aufteilen und dann hätten wir auch unten einen, wo die gestrichelte Linie hingeht und oben einen. Vielleicht auch noch hier eine Art Schlüsselbein, ist für unser Rig absolut unbedeutend, von daher ignoriert es einfach, dass die Linie nach oben geht, ihr kriegt die da unten nicht hin. Oder wenn ihr ihn umdreht, dann wird auch der Arm nach unten gehen. Von daher, es ist bloß eine Gedankenlinie und keine echte Funktion, die hier beeinflusst wird. Unsere Kugel müssen wir jetzt natürlich relativ mittig ausrichten, hier ebenfalls und das Ganze dann nochmal in der Draufsicht. Gleich wird es etwas entspannter, denn da können wir dann die Symmetrize-Funktion verwenden. Auch hier setzen wir etwas gerade hin. So. Und einen noch für den Handknochen. Wo ihr den hier platziert, ist im Grunde egal. Auch die Knochen sind eher symbolisch. Am Ende werden nämlich bloß mit diesem Head- und dem Tail-System die Vertices, die wir dann zuweisen, an den Knochen gebunden. Wir gehen noch in die Draufsicht und ziehen dort die entsprechenden Mittelpunkte. Wenn wir jetzt nicht ganz die Mitte treffen, kann es höchstens sein, dass unser Gelenk in sich etwas eiert. Das ist aber nicht besonders sichtbar später. Das heißt, ihr müsst hier keine Wissenschaft draus machen. Wird am Ende keiner sehen. Solange es nicht komplett an sich vorbei ist, denn das wird die Drehung, sozusagen der Pivot Point ist der Head von eurem Mesh, das hier verbunden ist, in dem Fall diese Kugel und
dieser Oberarm wird zusammen auf diesen Pivot Point sich drehen. Und wenn das etwas Offset ist, dann wird sich der Arm also um eine falsche Achse drehen. Von daher einfach ganz grob schauen, dass es passt. Ebenfalls bei der Kugel im Nacken müssen wir noch gucken. Auch hier haben wir noch nicht ganz gut getroffen. Und das war's auch schon. Jetzt markieren wir den kompletten rechten Bereich, also den hier und den unteren, und sagen Rechtsklick Symmetrize. Hier hat er keine Symmetrie angewendet, weil wir die Benennung noch vergessen haben. Das heißt, hier müssen wir es nachholen. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr diese R-Punkt und L-Punkt setzt. In dem Falle nur R-Punkt, weil wir mit rechts angefangen haben. Hier heißt dieser Knochen Torso 02, weil wir ihn aus dem Torso extrudiert haben. Das bedeutet, hier sagen wir Oberarm.R. Und der Knochen, der sich drunter befindet, ist der Unterarm.R. Und darunter Hand.R. Nun können wir dieses Konstrukt hier markieren. Rechtsklick, Symmetrize, und wir haben genau das gleiche auf der anderen Seite. Nochmal von oben betrachten, hat alles gepasst. Das ist natürlich auch ein Vorteil von einem Charakter, der mit einem Mirror Modifier aufgebaut ist. Und jetzt haben wir unser Rig soweit fertig. Was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich unseren Knochen das Mesh zu weisen. Theoretisch wäre unser Rig jetzt, wenn wir in den Objektmodus uns befinden, können wir das komplette Rig markieren und jetzt in den Pose-Mode gehen. Und jetzt können wir schon anfangen, unser Rig zu bewegen, so wie sich dann später unser kompletter Roboter bewegen wird. Aber das Mesh folgt noch nicht, denn das Mesh muss noch an das Armature geparented werden. Der Pose-Mode ist dazu da, um einmal zu animieren und auf der anderen Seite, um unseren Charakter die nötige Bewegung zu geben. Das heißt, im Pose-Mode bewegen wir die Knochen und die Vertex-Gruppen, folgen einfach. Was auffällt bei der näheren Betrachtung unseres Rigs, ist, dass unsere Knochen schräg sind. Das heißt, wenn wir von oben drauf schauen, sind die schräg, und das liegt daran, dass Knochen einen Roll haben. Der Roll ist sozusagen die innere Achse der Drehung, und das sollten wir vorher noch korrigieren, denn später, wenn wir animieren, können wir mit reinen Achsenbefehlen diese Biegungen, die wir später machen, auch programmieren in der Art. Und da ist es wichtig, dass die internen Achsen stimmen. Damit wir uns das anschauen können, können wir im Viewport Display unter dem Armature Axis aktivieren. Und bei Axis sehen wir, in welcher Drehung sich diese Knochen gerade befinden. In dem Falle ist die Z-Achse hier nach vorne, die X-Achse geht nach unten und die Y-Achse geht in die andere Richtung. Solange wir noch keine Vertexgruppen haben und noch nicht zugewiesen haben, können wir die Drehung noch komplett beeinflussen. Das ist also überhaupt kein Problem. In dem Fall würde ich tatsächlich gerne etwas an meinem Mesh ändern. Das heißt, ich markiere mein komplettes Mesh nochmal, gehe in den Edit-Modus und drehe es nochmal. In dem Falle müssen wir beachten, dass ein linker und ein rechter Arm eine unterschiedliche Rotation haben. Sie können nicht in die gleiche Richtung zeigen. Sie haben eine Minus- und eine Plus-Y. Sie haben andere Koordinaten, aber wir können sie drehen. Das heißt, wir möchten zum Beispiel, dass bei dieser Reihe hier die Z-Achse sich oben befindet. Wichtig ist, der Arm wird sich aber nicht immer in dieser T-Position hier, das nennt man die T-Pose, befinden, sondern sich später ebenfalls verändern. Von daher ist es nicht tragisch. Solange wir ungefähr in einem rechten Winkel sind, da fällt uns das Ganze dann einfach. Da müssen wir uns dann nur daran gewöhnen, dass, wenn wir den Arm einwinkeln wollen, dass wir dann eben die X- oder die Z-Achse benutzen. Schwieriger wird es dann hier unten bei unserem Bein. Wir können mit L auch alle zusammenhängenden Knochen markieren. Denn hier sind wir einfach krumm und schief. Und wenn wir uns den Roll anschauen, sehen wir, dass der auf minus 56 ist. Und wenn wir den auf 0 stellen, hat sich schon mal unser Last Active gedreht.
Und genau das wollen wir. Wir wollen, dass diese Knochen eben einen Roll von 0 haben. In dem Falle haben wir dann die x-Achse auf der Seite. Hier haben wir genau das gleiche Thema, bloß im Positiven. Auch hier setzen wir den Roll auf 0, dass wir später ein sauberes Mesh haben. Hier können wir den Roll ebenfalls zumindest einmal drehen, aber die x-Achse ist in dem Falle die aufrechte. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber auch hier können wir den Roll auf 0 setzen und er wird die z-Achse nach oben setzen. Damit wir hier den gleichen Effekt haben, reicht es ebenfalls, den Roll wieder auf 0 zu setzen. Und hier oben sind wir schon zufrieden. Hier haben wir seitlich unsere x-Achse, genau wie bei den anderen Knochen. Und damit ist unser Rig fertig für die weitere Animation. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich unser Mesh. Unser Mesh ist noch nicht verbunden. Dazu gehen wir in den Objektmodus und wir möchten unser Mesh an das Rig parenten. Und das Ziel ist immer unsere letzte Selektierung, nämlich der Last Active Selected. Das heißt, erst Mesh und dann das Rig markieren, weil wir nämlich vom Mesh auf das Rig parenten, das sozusagen der letzte Markierte wird, also der Chef oder der Parent. Dann Rechtsklick Parent und dann haben wir jetzt verschiedene Optionen. Wenn wir einen menschlichen Charakter nehmen, wo wir wollen, dass er das Weight Painting, also wie stark ein Knochen Vertices beeinflusst, wenn wir wollen, dass der das selber berechnet, dann können wir sagen, with automatic weights, also mit automatischer Berechnung des Weight Paintings. In unserem Fall wollen wir das nicht. Deswegen sagen wir, with empty groups, was bedeutet, er wird für jeden Knochen eine umliegende Vertex-Gruppe erstellen, aber die nicht füllen, denn das machen wir gleich von Hand. Also, with empty groups. Und jetzt haben wir unser Mesh bereits an unser Rig gebunden in Form von Vertexgruppen, die allerdings leer sind. Von daher wird es weiter nichts machen, wenn wir in den Post-Mode gehen und unsere Knochen bewegen, denn keine Vertexgruppen werden sich verschieben. Wir werden jetzt in die Vertexgruppen reingehen. Dazu müssen wir unser Mesh in den Edit-Modus versetzen. Ich blende mal unser X-Ray wieder aus und unser Armature lassen wir an. Als erstes möchte ich sicherstellen, dass unsere Vertexgruppen angelegt sind. Das heißt, ich schaue mal hier in den rechten Bereich. Und da haben wir noch die Group ganz oben. Die habe ich erstellt im vorherigen Tutorial, um die Edge-Loops hier rauszulöschen, um sie zu markieren und dann zu löschen. Die können wir vergessen. Falls ihr auch noch eine Group drin habt, dann haut die bitte raus. Die restlichen brauchen wir noch. Der hat also für jeden Knochen jetzt eine Vertexgruppe erstellt, die wir dann später mit unseren Vertices belegen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass zum Beispiel dieser Oberarm hier, dieser linke Oberarm, von dem unteren Knochen bewegt wird, dass er sich also in seiner Schale hier drehen kann. Also verwenden wir diese einzelnen zusammenhängenden Körperteile und binden sie auf diese entsprechende Vertexgruppe und der Knochen wird immer mit dem gleichen Namen wie der Vertexgruppe ausgestattet sein und sich so finden. Es gibt keine andere Zuordnung zwischen Knochen und dem Mesh als die Vertexgruppen, die einfach den identischen Namen besitzen müssen. Wir haben hier zum Beispiel einen Fehler, nämlich den Unterschenkel R01. Das hier sollte der Fuß sein. Da haben wir einen Fehler gemacht. Wenn ich nun aber den Fehler behebe, indem ich hier einfach bloß Fuß R mache, Fußpunkt R, dann wird er diesen Knochen und diese Vertexgruppe nie wieder zusammenfinden. Das heißt, unsere Zuordnung ist, dass wir ebenfalls an dieser Stelle den Fuß unter dem Oberschenkel hier drinnen ebenfalls zu Fuß Punkt R benennen. Und jetzt, auch wenn wir es nicht sehen, ist jetzt die Verbindung wieder da. Der Knochen wird in den Vertexgruppen nachsehen, ob er einen gleichen Namen findet und es dann schaffen. Wenn wir hier ein Leerzeichen eingeben oder irgendeinen anderen Buchstaben, wird er seinen Knochen nicht mehr finden. Das immer im Hinterkopf behalten. Wir haben hier auch beim Unterschenkel den gleichen Fehler, weil wir es ja symmetriert haben.
Das hat uns eben unsere Nachsichtigkeit eingebracht. Fußpunkt L. Und wenn wir den Knochen verändern, wird sich hier auch die Vertexgruppe umbenennen. Vorher habe ich es andersrum gemacht. Wenn wir den Knochen verändern, benennt er die vorher zugeordnete Vertexgruppe automatisch um. Das als kleiner Tipp. Nun wollen wir mal anschauen, was ist denn beim Torso gerade markiert, wenn ich Torso anklicke. Hier gehe ich mal in den Wireframe-Mode, um zu sehen, ob wir einen falschen Vertex ausgewählt haben. In dem Falle einfach auf Select klicken und danach den Torso und Assign. Wieder wegklicken und Select drücken. Es hat geklappt. Wir haben mit L den Torso markiert und zugewiesen. Und das machen wir jetzt mit allen Körperteilen. Am besten von oben nach die Liste abarbeiten, damit wir keinen vergessen. Jetzt kommt der Oberschenkel. Also Oberschenkel R. Markieren. Assign. Unterschenkel R markieren. Dann den Unterschenkel. Assign. Weg. Fuß. Assign. Weg. Jetzt können wir nochmal schauen, ob das passt, indem wir mit G einfach den Kollegen hier wegziehen und gucken, ob er was Falsches nimmt. Select. Das ist in Ordnung. Und hier auch Select. Er zieht keine falschen Vertices aus irgendeiner Gruppe weg. Das ist in Ordnung. Also kümmern wir uns um den Kopf. Assign. Passt. Oberarm. Rechts. Sein passt. Das ist eine relativ einfache Variante des Weight Paintings, denn hier unten haben wir Weight 1, also 1,0, was bedeutet, mit voller Wichtung wird er die Vertices an diese Gruppe und somit an den Knochen binden, und das ist genau das, was wir wollen. Wir prüfen das nachher dann nochmal kurz im Post-Mode. Da sehen wir am schnellsten, ob er sich irgendwelche Probleme eingefangen hat. Optimal. Unser Weight Painting ist somit abgeschlossen. Das war's. Das nächste Mal, wenn wir uns Weight Painting anschauen, machen wir es natürlich aufwendig und mit einem Pinsel. In dem Falle haben wir alles geschafft, was wir wollen. Wenn wir nun in den Objektmodus zurückgehen, dann auf unser Rig den Wireframe-Modus ausschalten und in den Post-Mode uns versetzen. Post-Mode funktioniert nur mit markierten Rig im Objektmodus und können jetzt schon anfangen, unser Mesh zu bewegen. Unser Roboter hat jetzt die Möglichkeit, irgendwelche Formen anzunehmen, die wir wollen. Und ich würde sagen, das ist schon mal ein großer Erfolg. Ihr könnt euch schon mal beglückwünschen, dass ihr in dieser Tutorial-Reihe so weit gekommen seid, dass ihr einen wunderschönen Roboter in jede mögliche Position bringen könnt. Mit G und R und sogar mit S zur Skalierung könnt ihr euer fertiges Rig nun bearbeiten. Damit es hübscher aussieht, könnt ihr die Achsen ausblenden und sogar in Front oder ganz ausblenden über den Armature, wenn ihr ein Foto machen wollt von eurem fertigen Charakter. Das nächste Tutorial wird sich um die Kinematik drehen. Das bedeutet, was ist eine Forward-Kinematik, was ist eine Inverse-Kinematik, und das wird ganz spannend, denn da haben wir dann echte Marionettenwerkzeuge zur Verfügung, um unseren Charakter zu bewegen. Viel Spaß im nächsten Teil, und das ist der Teil Kinematik.